Wunderbar, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem kurzen Video habe ich tatsächlich wieder die Tageskarte für uns gezogen, also sowohl Tageskarte als auch Herausforderungskarte, damit wir uns wieder mal ansehen können, was ist die allgemeine Tagesenergie, die für uns in der Luft liegt, ja, und aber tatsächlich, was ist die Herausforderung, die Challenge, die sich mir an diesem heutigen Tag stellen wird. Und steigen wir jetzt am besten gleich ein. Die Tageskarte, die ich für uns gezogen habe, ist der Eremit. Ja, also er ist eine Karte aus den großen Arkana mit der Zahl 9. 9 ist ja wie immer eigentlich die höchste Schülerzahl, die sozusagen noch einen Schritt von der Vollkommenheit entfernt ist. Und hier ist es interessant, dass tatsächlich der Eremit sozusagen das Motiv ist, ja, dass sich die alten Meister oder die Meister sozusagen der Voraufklärung sozusagen in der Renaissance, vielleicht auch ein wenig, ja, dann tatsächlich halt mit dem Eremiten sozusagen, ja, in Verbindung gebracht haben. Warum ist das interessant? Der Eremit ist jemand, oder auch vom Kartenbild her, der den Blick nach innen richtet. Es geht darum, sich von der äußeren Welt ein wenig zurückzuziehen und den Fokus nun auf die geistige, die spirituelle Entwicklung des inneren Geistwesens zu legen. Ja, das ist nun mal eine sehr interessante Geschichte. Es geht also um Innenschau, es geht um Rückzug, es geht auch darum, sich die nötige Zeit und Ruhe zu nehmen, die man eben braucht, um tatsächlich in der eigenen Entwicklung weiterzukommen. Ja. Also heute ist wahrscheinlich ein Tag, in dem du vielleicht eher für dich sein wirst, ja, oder eher für dich sein möchtest, sein willst. Ja, ob das dann so gut funktioniert, ist immer die Frage. Ja. Auf jeden Fall lohnt es sich sozusagen heute, sich gerade auch mit Themen rund um die Spiritualität, die geistige Entwicklung, der Innenschau, der Selbstreflexion, der Analyse sozusagen, ja, auch der eigenen Lebenssituation eben zu widmen. Da haben wir heute eine ganz interessante Geschichte vor uns. Den Eremiten kennzeichnet auf dem Kartenbild mehreres. Das erste ist nun einmal, was uns auffällt, dass er tatsächlich wie eine Art Mönch gewandert ist. Ja. Also hier soll auch der Rückzug von der äußeren Wirklichkeit symbolisiert werden. Das zweite ist, dass er einen Stab in der Hand trägt. Du weißt, der Stab ist immer auch ein Zeichen für geistige Vollmacht, der eben tatsächlich die Verbindung zwischen oben und unten, zwischen Himmel und Erde eben tatsächlich herstellt. Ja, der Stab ist auch generell sozusagen, was die Kampfkunst betrifft, sozusagen auch die Basisausrüstung auch des Mönches, auch in asiatischen Kulturen, das ist auch sehr, sehr interessant. Ja. Und wo eben in asiatischen Kulturen, beispielsweise in Japan, sozusagen die Kaste sozusagen der Krieger, der Samurai in Japan, ja, eben die Schwerter geführt hat und mit sich geführt hat, da hatten die Mönche eben einen Stab dabei, der ihre geistige Autorität zum Ausdruck bringen sollte. Es geht also heute auch darum, eben deine eigene geistige Autorität für dich in Anspruch zu nehmen und tatsächlich, ja, eben wie gesagt, dich mit der Quelle, mit sozusagen der Energie zu verbinden, ja, und diese in deinem Alltag vielleicht eben auch auf dieser mentalen Ebene wirksam sein zu lassen. Der dritte Punkt ist, dass der Eremit auch eine Leuchte, ein Licht vor sich herträgt, ja. Er ist also sozusagen sein eigener Guru, ja. Guru ist ja sozusagen der, der die Finsternis vertreibt, und der Eremit vertreibt ihm sozusagen die Finsternis mit der Lampe des Intellekts, die ihm sozusagen gegeben ist, aber natürlich auch mit seiner eigenen inneren Geisteskraft. So, das ist also das Interessante. Die Karte an sich ist vom Elementarbild her neutral gehalten, also keines der Elemente steht im Vordergrund. Man könnte vielleicht noch darauf schließen, dass durch den grauen Hintergrund, ja, oder den Rückzug ins Gebirge, ja, vielleicht das Luftelement stark ausgeprägt ist. Das lasse ich mir noch einreden. Aber ich würde sagen, gerade durch das graue Hintergrundbild ist eben tatsächlich die Karte relativ neutral gehalten. Ja, das heißt also, heute wird wahrscheinlich keine der einzelnen Elementarkräfte bevorzugt sein. Das heißt, wir können eigentlich uns eben tatsächlich einer wahrscheinlich ausgeglichenen Stimmung erfreuen, aber eine Stimmung, die wir eben tatsächlich dazu nutzen sollen, in unsere eigene spirituelle Entwicklung zu investieren. Oder aber uns zumindest ein wenig aus dem Äußeren zurückzuziehen, ja, und einfach halt für uns einfach den Raum zu schaffen, den wir brauchen. Auf manchen Tarotportalen, ja, findet man hier auch den Spruch sozusagen, wenn sie Termine absagen können, dann sagen sie ab, ja, so weit und radikal würde ich in meiner Auslegung des Eremiten nicht gehen. Ich würde sagen, hier geht es eben darum, sozusagen auch mit den Sinnen, ja, nicht um Äußeren anzuhaften, sondern wie gesagt den Blick nach innen zu richten und daher natürlich auch gut auf sich selbst zu schauen. Die Herausforderungskarte, die ich für uns gezogen habe, ist tatsächlich auch eine Karte aus den großen Arkana, und zwar die Karte Nummer 3, die Herrscherin. Und das ist schon interessant, 3 und 9, das ist also, da gibt es natürlich ein wechselseitiges Beziehungsgeflecht vielleicht, ja, zwischen diesen beiden Zahlenpaaren. Ja. Also 3 steht für eine schöpferische Zahl, hier wird sie mit der Herrscherin sozusagen dargestellt. Die Herrscherin steht dafür natürlich auch so ein bisschen für die weibliche, die mütterliche Urkraft vielleicht. Ja. So, und sie vereint eigentlich die Gaben des Intellekts, aber auch natürlich mit einer
starken Emotion, einem starken Gefühl, dass er nochmal da ist. Und die Herrscherin lebt in einer Dimension der Fülle. Die Fülle ist auf dem Kartenbild so in allen Dimensionen wiedergegeben. Es gibt also hier unten das Korn, das sozusagen überall schon aufsprießt. Sie ist in einer blühenden Landschaft, die mit den Insignien ihrer Macht, tatsächlich auch mit dem Zeichen der Venus, also dem Weiblichkeitssymbol, ausgestattet und natürlich auch mit Herrschaftsinsignien ausgerüstet. So, und das soll also symbolisieren, hier geht es sozusagen um eine Dimension der Fülle, eine Karte, die, wie es in der einschlägigen Fachliteratur heißt, immer positiv auszulegen ist, ja. Und das ist aber die Challenge des heutigen Tages. Das bedeutet, interessanterweise ist es heute also so, dass die materielle Wirklichkeit, ja, uns mit Fülle begegnet, aber dass genau das uns tatsächlich ja von der inneren Entwicklung und dem Blick auf uns selbst wieder ablenkt, wozu wir eigentlich heute die idealen Voraussetzungen hätten. Das bedeutet also, wie gesagt, meine Empfehlung für den heutigen Tag ist, obwohl ein Tag ist, ja, an dem alles gut laufen dürfte und alles gut zu laufen scheint, eben tatsächlich auch auf die eigene Regeneration gut zu achten, sich auf sich selber zu besinnen, rückzubesinnen, ja, sich nicht komplett abzuschotten von der Welt, soweit würde ich auch nicht gehen, ja, aber eben tatsächlich sich die Zeit zu nehmen, die man braucht, um einfach wieder ganz zu sich selbst zu kommen. Und das geht im Großen sozusagen wie im Kleinen. Im Alltag ist es vielleicht etwas schwieriger, hier aber hilft es sozusagen einfach mit seinem Verstand, mit seinen Gefühlen ganz auf sich selber fokussiert zu bleiben. Ja. Und wenn man die Möglichkeit hat, ja, und dann, wenn man zum Beispiel selbstständig ist, ja, dann ist zum Beispiel heute auch ein guter Tag, um sich in die Reflexion sozusagen zurückzuziehen, ja, vielleicht auch zu reflektieren, zu verorten, wo bin ich mit meinem Business momentan angesiedelt und wo will ich eigentlich hin, was ist also sozusagen der Weg zum Ziel. Den Weg zum Ziel zu finden ist ja auch etwas, worum es dem Eremiten sehr, sehr stark geht. Und wie gesagt, heute steht der Tag gleichzeitig unter der Dimension der Fülle, das heißt spirituelle Rückbesinnung und Fülle, das sind die beiden Pole, die diesen Tag energetisch für uns aufladen. Hey, das wird absolut ein spannender Tag. Wenn du möchtest, kannst du mir gerne ein Like oder Kommentar hinterlassen. Ja? Ich ziehe dir auch gerne deine eigene individuelle Tageskarte, natürlich kostenfrei, das ist alles überhaupt kein Problem. Ja? Kommentiere vielleicht einfach dann in der Kommentarspalte unter diesem Video, dass du gerne deine persönliche Tageskarte gezogen hättest. Aber bitte nicht irgendwann in einer Gruppe, sondern tatsächlich halt auf meiner Seite, dass ich das eben gut sehe. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du meine Seite, die Hohe Feste, deine Mystische Academy, tatsächlich unterstützt und mit einem Like eben tatsächlich ja, eben versiehst. Ja. So, das war's auch schon. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns, wenn du willst, im nächsten Video wieder oder in den heiligen Hallen der Hohen Feste, deiner Mystischen Academy. Alles Gute und schau rein!